standing on a truck in the middle of my dream. I tried to move some heavy stuff, I tried to lift some heavy things. When I'm standing on a truck in the middle of Berlin, and I just don't give a fuck if the sky's falling away like a girl. Ich bin ein Oberflächenabbilder. Das ist mir auch völlig klar, das ist aber nichts, was schlecht ist. Im Gegenteil, das ist das, was es für mich spannend macht. Es geht um eine Art Sozialstudie, wenn man so will. Wie geht es auf dem Alexanderplatz so zu in der heutigen Zeit? Wer läuft da rum? Was machen die Menschen? Das einfangen. That's it. Also es geht hier nicht um persönliche Schicksale. Ich glaube, dass jeder, der auf den Bildern ist, eher für etwas Allgemeineres steht. Es geht nicht darum, Lieschen Müller zu zeigen, sondern 2010 Alexanderplatz, Berlin. Zum Teil kann man schon relativ offensiv vorgehen und es fällt gar nicht auf. Also manchmal denken die, man fotografiert irgendwas im Hintergrund oder es ist eine Szene, die sowieso dermaßen voll ist. Viele Menschen und jeder Dritte knipst ja heutzutage ohnehin irgendwie mit dem Handy durch die Gegend. Es sind sehr viele Touristen da, es fällt dann auch nicht auf. Also es ist von der Situation abhängig. Die Distanz als Distanz ist mir nicht wichtig, aber mir ist eben wichtig, dass die Szene original ist. Ich glaube, bei der meisten Art von Straßenfotografie ist dieser Humoraspekt immer mit drin. Ich kenne aber lustigere Fotografen als mich, weil ich habe natürlich auch jetzt, von der Person ausgeht, wieder die melancholischen und ruhigen Seiten und die düsteren Seiten. Und diese Seiten sind, glaube ich, beim Alex auch ganz gut drin. Aber Humor habe ich nichts dagegen. Letztlich geht es um Menschen und mein Thema, das sich so rauskristallisiert hat, ist sicherlich auch der Mensch in der Großstadt. Ob der sich jetzt irgendwo in der weiten Welt bewegt oder wie in der Arbeit jetzt eben direkt vor der Haustür auf dem Alexanderplatz, wo ich ja selbst auch oft unterwegs bin. Ja, der Mensch, was macht er da? Warum? Weshalb? Wieso? Das sind die Fragen. Die Fotos sind eigentlich auch Fragen. City of Berlin.